Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Einladungsvideo für den 27. Hafenspielplatz im Bolk 23. Mein Name ist Stefanie Bieber, Hafenspielerin und Hafenlehrerin aus Frankfurt am Main. Und du hast eben gerade in der Einleitung ein Beispiel dafür gehört, um was es gehen wird in diesem Hafenspielplatz. Nämlich es geht um das große Thema Motive. Und Motive, das sind die musikalischen Keimzellen. Und der Hafenspielplatz hat deswegen den Titel Imbolc, weil wir an Imbolc, also das ist das keltische Jahreszeitfest, was Anfang Februar gefeiert wird, wenn das Licht spürbar wiederkehrt. Und an diesem Fest geht es unter anderem darum, was tief in der Erde keimt. Also es geht um den Samen unter der Erde, es geht um die verschiedenen Samenkörner, die jetzt anfangen zu keimen und um dann im Frühjahr eben zu verschiedenen Pflanzen heranzuwachsen. Und das Motiv ist in der Musik sozusagen die Keimzelle, aus der dann Musik erwächst. Und die meisten Musikstücke sind eben aus verschiedenen solcher Keimzellen gebaut. Und du hast jetzt eben auch im Vorspiel eben schon verschiedene Keimzellen gehört, die ich miteinander gemischt habe. Und es ist ja so, wenn ich jetzt immer nur ein Motiv benutzen würde, das wäre so ein bisschen wie musikalische Monokultur, es wäre schnell langweilig. Und im Garten hat man ja auch nicht nur eine Sorte von Blumen, sondern man kombiniert verschiedene Blumen miteinander oder verschiedene Pflanzen und erhält dadurch eben einen gestalteten Garten. Und dein individueller Harfengarten kann eben deine individuell gestaltete Musik sein, die du eben aus verschiedenen Motivideen zusammensetzen kannst, die du dann gießt, beschneidest, miteinander kombinierst, vielleicht irgendwie hochbindest oder so weiter. Sprich, du bearbeitest diese Motive, ja, und also beeinflusst sie dadurch auch in ihrem Wachstum. Und wir wollen uns eben mit solchen Motiven beschäftigen. Ich werde dir ein paar neue Motivideen liefern. Der Kurs ist also anders als die Hafeninspiration Imbolc. Das ist ein großer Online-Kurs, den ich zu diesem Thema schon mal gegeben habe, den du auch ja immer noch kaufen kannst. Aber das ist jetzt hier sozusagen die ganz praktische Stunde mit dieser Idee. Und es gibt neue Motivideen und wir werden vor allen Dingen auch durch das Thema der modalen Tonarten uns bewegen. Du hast ja gehört am Anfang, dass ich eben erst so angefangen habe. Ja, das wäre jetzt die Tonart Dur oder Ionisch. Und dann hast du irgendwann das hier gehört. Ja? Und das wäre jetzt eher Moll oder Äolisch. Und dann gibt es aber ja auch noch andere solche Tonarten, wie zum Beispiel bin ich dann zu mixolydisch übergegangen. Das muss man alles gar nicht wissen. Aber es ist schön, wenn man es mal praktisch erfahren kann. Man könnte zum Beispiel auch mal einen Ausflug ins Lydische machen. Das klingt so ein bisschen mysteriöser dann. Also wir werden da einfach ein bisschen mit den modalen Tonarten spielen, wo wir die Motive hin verschieben können und dadurch völlig unterschiedliche Charaktere antreffen. Und es wird also ein großer Spielspaß werden, der dich hoffentlich inspiriert, dich dann immer mal zwischendrin an deine Harfe zu setzen und einfach mit diesen Grundideen ein bisschen rum zu experimentieren und so eventuell einfach jeden Tag auch neue kleine Gewächse heranwachsen zu sehen. Und manche Dinge sind Unkraut, die jätet man irgendwann und entsorgt sie. Aber manche Unkräuter, scheinbaren Unkräuter, entfalten ja dann auch einfach eine große Schönheit und haben vielleicht sogar heilende Wirkung. Und ja, also lass dich einfach drauf ein und schau, was du entdeckst. Also kann dich nur einladen. Du kannst mitmachen mit einer Harfe jeder Größe. Es ist tatsächlich egal, wie viele Saiten deine Harfe hat. Also ich meine, je mehr, desto mehr Möglichkeiten. Aber auch ganz kleine Harfen sind möglich. Wir werden mit der Klappeneinstellung C-Dur spielen. Also EAH-Klappen oben oder wenn du keine Klappen hast, C-Dur-Einstimmung. Ja, und du musst eigentlich auch nicht viel können, weil du kannst auf jedem Niveau
kannst du deine Pflänzchen wachsen lassen. Kein Problem. Live findet der Hafenspielplatz online statt am 2. Februar 2023, deswegen auch Imbolc 23. Aber wie immer kannst du jederzeit auch mit dem Mitschnitt zuschauen und du hast den Mitschnitt sowieso unbegrenzt zur Verfügung, sodass du ihn auch immer wieder anschauen kannst. Du kannst ihn im Abspieltempo verändern, verlangsamen oder schneller abspielen. Und ja, und mehr erfährst du in dem Link hier unten. Da kannst du dich auch anmelden. Ja, ich habe es hier verlinkt hier unter dem Video, wo du dich anmelden kannst. Und ja, sei dabei, probier es aus. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen Keimzellenmusik für dich und sag bis dann, deine Klangbademeisterin Stefanie Bieber.